Noch eine ganz, ganz tolle Speakerin, auf die ich mich schon sehr freue. Ich durfte sie gestern schon mal, als wir einen kleinen Probelauf gemacht haben, kennenlernen. Und die Frau ist eine Wucht. Ich bin sehr gespannt, was sie erzählen hat. Hallo, Daniela Megalau. Und wir haben sie da. Wir haben Ton. Später der Abend. Vielen Dank. Das war toll mit deinen Stöpseln. Ach, ist das schön. Dani, grüß dich. Ich grüße euch. Ich habe euch von Anfang an verfolgt, auch die Schwankungen gespürt und ich finde das faszinierend. Das war gut. Ich finde das aber faszinierend, wie ihr das mit Humor und Leichtigkeit handelt. Anders geht das ja auch nicht. Perfekt. Ja, ich habe manchmal gerade sowieso ganz oft das Gefühl, ohne Humor geht es nicht. Michaela macht schon wieder lustige neue Technik. Ja, ich weiß nicht, technisch hinterher sich gerade selbstständig wieder. Wir sind ja hier ausgestattet mit 5 Handys, 3 Laptops. Hör auf, du. Da waren sie. Man muss die Zeit nehmen, wie sie kommen. Genau. Nadi, wie ist denn das bei dir eigentlich gerade? Wie geht es dir so durch diese Corona-Zeit durch? Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja wirklich so ein Energiezäpfchen. Ja, das hast du ja gestern ganz kurz schon gemerkt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die ersten 2 Wochen war ich in Schockstarre. Ja, also mein Gehirn hat versucht zu begreifen und zu verstehen, was ich nicht verstehen konnte, vielleicht auch nicht wollte, unmöglich war zu verstehen und habe mich da so richtig in Schleife gebracht. Da ging nichts. Das kenne ich nicht von mir, das hat mich erschreckt. Aber für mich war dann der Rettungsanker, wo will ich hin? Einfach wieder die Ziele hochholen, Fokus setzen, was ist mein Ziel, was kann ich bringen, was kann ich gut, womit kann ich dienen in der Welt, um auch Gutes zu tun, weil ja eben durch das Gute tun das zurückkommt für dich an Energie. Ne? Und dann habe ich mich auch wieder gefangen und habe einige Projekte, jetzt wo ich auch Zeit habe, angefangen umzusetzen, wo mir Zeit gefehlt hat. Und darüber habe ich mich dann auch wieder gefreut. Och, okay, hier haben wir einen großen Haufen Scheiße, ja, auf Deutsch gesagt. Da fliegen schon, die fliegen drüber. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich da auch ein Plätzchen mit Ruhe und Zeit und mein Mann durch Kurzarbeit und gefehlen halt die Teile auch in der Industrie mehr oder weniger langsam. Ja, da habe ich auch mal die Kinder abgeben können und mich da auch mal in meine Sachen vertiefen können, wo du dranbleiben musst. Weil das kennt ja jeder, gerade jeder, der so Papierkram hat, ob er jetzt selbstständig ist oder nicht selbstständig. Da liegt was, das machst du nicht gerne. Also was macht man damit? Wegschieben. Ja? Und fängst du damit an, braucht man erstmal eine Zeit, bis man reingekommen ist und schafft dann trotzdem nicht alles, wenn du nach einer Stunde dort wieder weg musst, wegen Kinder oder was weiß ich. Ne? Und deswegen bin ich sehr dankbar im Bewusstsein für die Zeit, die mir bleibt, für solche Dinge, die in Ruhe zu machen, tief einzutauchen und wirklich ungestört arbeiten zu können. Du hast es jetzt geschafft, dich selbst da wieder komplett neu zu sortieren in dieser Zeit und den Fokus wieder zurückzulenken. Hast du 2, 3 Tipps für alle, die zuschauen und zuhören, die vielleicht sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden und gar nicht so richtig wissen, wie sie diesen Anker überhaupt auswerfen sollen, damit sie wieder zurückkommen, weil vielleicht die Ziele, die sie vorab definiert haben, noch nicht stark genug sind, um sie da auch wirklich rauszuziehen? Ja, also ich kann im Endeffekt wirklich erzählen, wie ich das für mich immer mache. Zum einen, klar, ich bin auch in die Schockstarre gefallen und ich denke, sich darüber zu ärgern, dass es so ist, ist ein größerer Fehler, als sich dem anzunehmen, dass es jetzt Fakt ist. Ich habe hier ein Problem, da hänge ich gerade fest. Ich will vielleicht sogar gerade darin festhängen. Ich will mich aufregen. Ja, das ist ja auch so eine Entscheidung, weil ich habe ja eine Entscheidung, ob ich da bleibe oder eben nicht. Mhm. Und da muss man sich auch ehrlich eingestehen, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ist gerade schlecht, okay, Annahme. Und dann aber verarbeiten. Irgendwann muss man sich dann mal schütteln. Und ich habe dann immer so diesen Punkt, dieses Schütteln, dieses mal raus und schreien, ja, mal richtig und auch mal richtig gehässig schimpfen auf die ganze Welt und bla bla. Machst du so richtig laut? Da gehe ich, ich habe einen Hund, wir sind im Wald unterwegs und so. Und wenn es mir dann, wenn ich merke, das staut sich ja an und das ist ja wieder Gesundheit und Spannung auf dem Körper, was ja auch mein Thema so allgemein ist, das haut dir den Korken aus der Birne, ja. Und dann muss man auch echt mal rauslassen, die Energie schreien oder sich bewegen. Deswegen ist halt Sport und Bewegung so wichtig, dass man die Akkus da abschütteln kann oder mal tanzen, die Musik aufdrehen und verrückt sein. Also ich habe es auch schon fertig gebracht und habe auf meinem Balkon hier zu Hause gestanden und habe
einfach mal laut Hals einen Ton losgejodelt, wo mein Mann von innen dann gebrüllt hat, bist du jetzt scheiße? Ich sag, ich hab aber los! Und das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, also das ist für mich so ein angestautes Frust und ja, das sind ja auch Überreaktionen, ne, von außen zu viel Reize, du bist total geflutet. Und man hat ja nun auch mit Ängsten, Sorgen und Nöten zu tun, ja, was vorhin ja auch schon gesagt wurde. Und das muss man auch manchmal abschütteln, rausschreien. Und jeder muss so auch seinen Weg finden. Ich bin immer der Meinung, jeder hat seine einzigartige Strategie dafür. Da kann ich nicht rechts gucken, wie der es macht, und links gucken, wie es der macht. Ich muss in mich reinspüren und eigentlich mal rechts und links, was ich höre und sehe, alles vergessen und bei mir ankommen und es dann so tun, wie ich das will. Ja? Ich schreie halt, führe mich mal kurz auf wie eine Sau, ja, und schimpfe über alles, wirklich alles, auch mit etwas unschönen Worten, aber dann ist halt auch gut und dann fange ich mich, weil ich bin ja ein sehr netter, höflicher, lustiger Mensch, ja, und dann geht es auch in die Richtung wieder weiter, aber wenn mir der Korken aus der Birne fliegt, dann muss das mal raus und das hilft mir erstmal, diesen Überdruck abzulassen und dann kann man sich nämlich neu sortieren, ne? Deine Spitzendisziplin im Job, würde ich sagen, ist ja auch so ein bisschen, dass du die ganzheitliche Behandlung schaffst zwischen Körper und Seele. Jetzt haben wir ja quasi über die Seele gesprochen. Du sagst, es ist auch wichtig, dass man es mal rauslässt, weil es sonst sich auch relativ schnell auf den Körper niederschlagen kann? Definitiv, definitiv. Vor allem, ich habe dazu auch schon mal ein ganz tolles YouTube-Video gemacht, wo ich das erkläre, sehr bildlich. Das ist auch so mein Vorteil, dass ich das kann. Ja, aber diese Emotionen, diese Sorgen, Ängste, Nöte werden im Körper, im Energiemeridian, dem Blasenmeridian gespeichert. Mhm. Und dieser beginnt an den Tränendrüsen. Ja? Und jeder kennt das ja, wenn du total verzweifelt bist und hast mal geweint. Der Moment ist vielleicht scheiße, aber danach fühlt man sich besser. Ja? Und so ist es auch körperlich zu spüren. Ich bin ja nur Massagespezialistin und Diplom-Schmerztherapeutin, seit 14 Jahren auch selbstständig und habe mit über 100.000 Menschen schon gearbeitet, 1:1. Das sind Wahnsinn. Ja, Hammer. Ja, ich habe die magischen Hände. Ganz offensichtlich. Ja, man spürt wirklich bei der Massage, wenn man das Erstgespräch hat, ein bisschen was weiß, aber du spürst über die Haut die Spannung. Und das ist nicht nur Faszie oder Spannung des Körpers, sondern da steckt Emotion drin. Und dieser Blasenmeridian entspringt, wie gesagt, hier an den Tränendrüsen und läuft hier direkt über die Stirn, über den Kopf, an der Wirbelsäule hinten runter entlang, bis zum Po. Dort teilt sich praktisch wie der Ischiasnerv ähnlich, bis runter in die Füße. Das ist unser umgesetzt Mülleimer der Seele. Da laden wir alles rein. Sorgen, Ängste, Nöte, Druck, zu viel, zu wenig Schlaf, zu wenig Essen, zu viel Essen, Scheiß Essen, alles. Ja, also richtiger Mülleimer der Seele. Und wenn wir hier den Druck aufmachen, weinen, lassen wir praktisch diesen gestauten Meridian, wenn ihr euch das vorstellen wollt, wie ein Gartenschlauch zum Beispiel, da läuft da Wasser rein, das ist alles im Fluss normalerweise, immer schön im Fluss. Aber da läuft dort Wasser rein und auf der anderen Seite läuft es nicht mehr ab, es staut sich, der ist einfach voll. Und wenn jetzt auf der anderen Seite noch jemand den Schlauch zuhält, dann staut sich dieser Schlauch immer weiter und baut einen unglaublichen Druck auf, ja, wie bei einer Bockwurst, die beim Kochen im Topf liegt. Ja. So müsst ihr euch das vorstellen. Und diese Spannung, nur die Bockwurst im Topf kann platzen, wenn sie reicht. Das können wir nicht, ja. Das ist nicht möglich, aber diese Spannung überträgt sich vom Blasenmeridian an der Wirbelsäule. Und hey, das ist die meiste Problematik der Deutschen, Rückenprobleme. Ja? Und das geht bei der Wirbelsäule dann los. Und diese Spannung, die verteilt sich von dort über den gesamten Körper. Und ich finde punktgenau die Leute heraus, die manche Depression haben oder mit Depression zu tun haben, weil du das an dieser Spannung merkst. Und da müssen die mir nichts vorher erzählen, das ist spürbar, über diese Hautspannung, wie die gespannt ist. Und wenn, das bin ich halt ein bisschen fies, aber ist alles für mich ein therapeutischer Hintergrund. Ich bohre dann rein, ich frage alles ab. Also ich coache während der Therapie, das mache ich aus und einzigartig und hole solche Sachen hoch. Nicht beim ersten Mal, natürlich auch mit Absprache. Man sieht ja, wie das so alles harmoniert miteinander. Aber dann hole ich hoch und bei manchen ist es so, die fangen an zu weinen. Dann kommt die Erinnerung hoch, die sie haben wegschieben wollen. Oder jetzt gerade zur Corona-Zeit. Es kommt plötzlich vermehrt alles zusammen, weil ich abfrage, was ist denn dein Problem? Was ist denn mit deinem Kind? Wieso hast du Angst um deinen Job? Was ist denn, wenn du nicht das Geld bekommst? Ja? Was passiert denn, wenn die Bank nicht mitmacht? Ja? Also ich frage dann diese ganzen einzelnen Häufchen, die dazugehören, ab.
Und dann platzt bei denen in dem Sinne der Korken aus der Birne auch, aber in dem Moment weinen sie. Und ich spreche dann absolut zu, ich sage, lass raus, das wird dir helfen und das tut dir gut, lass raus, du musst bei mir nicht stark sein. Und da sind gerade die Frauen auch angesprochen, weil ich selber auch an mir kenne, man beißt sich durch, man kneift den Arsch zusammen, ja, man bleibt dran und wir sind ja stark und chaka und irgendwie kriegen wir es ja hin bis zum letzten Atemzug. Und das spannt alles, weil ich beiß die Zähne zusammen, ja, psychologisch, emotional, körperlich, habe ich Verspannung schon von hier. Ich kneife den Arsch zusammen, ja, dann habe ich Verspannung da unten in der Lende, ja. Habe ich Spannung im Körper, atme ich nicht mehr gut und deswegen sage ich immer, Brust ist nice Haltung, geht in die Brust ist nice Haltung, ja. Brust raus, groß machen, ja, Brust raus, alle. Weil diese Spannung, dieser Druck macht uns klein und viele sitzen halt auch am Schreibtisch oder eben hier die neuesten Nachrichten, immer so, man fällt immer mehr zusammen, bis man nicht mehr zu sehen ist, ja. Und das macht hier so eng. Und wenn du so eng bist, dann bist du nicht mehr stark, weil du bist ja hier gerade ein Igelchen, eingeigelt bis aufs letzte Ding. Ja? Und wenn dann noch von außen eine Spritze kommt oder noch irgendein Ding vom Herrn Söder hinzu, ja, was soll denn da noch kommen? Ja? Dann ist endgültig fertig. Ja, entweder du kriegst hier einen Krampf, ja. Oder du schreist dir einen ab oder du weinst mal oder du gehst halt wirklich bewusst in die Brust, ist eine Nice-Haltung. Und das ist für mich das Wort für mach den Brust auf. Mach die Brust auf, zeig dich mit Stolz, zeig dich mit Präsenz und atme doch endlich mal bis da unten hinein in deine Lunge und gib dir alles, was sie verdient. Ja? Wir hecheln durch unser Leben, wir hecheln durch unser Leben im Körper, weil wir alle nur noch im Außen sind, anstatt bei uns. Ne? Und dadurch wird unser Körper so schlecht versorgt. Einmal durch die Haltung, ja, die Gleichspannung, negativ, Haltung, ist ja, das ist ja kein Stolz, das ist keine Präsenz, das ist kein Selbstvertrauen, das ist alles Angst, ne? Nochmal Angst plus. Ne? Und daher ist es wichtig, sich aufzurichten, die Lungen zu durchfluten und das auch am Anfang. Ja? Also mein Tag startet so. Ich bin erstens dankbar über den Wecker, der klingelt. Früher habe ich ihn immer gehasst und manchmal mit Kissen abgeschossen und so, ganz ehrlich. Ne? Aber mit der Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung und der Wahrnehmung und des Bewusstseinswerden im Jetzt und Hier über die Jahre feiere ich das heute, dass ich früh aufwachen darf. Und da sollte jeder anfangen, über diesen schönen Wecker dankbar zu sein, ja, weil ich bin heute wieder aufgewacht und hey, ich lebe noch. Das ist doch toll, ja. Anstatt den Tag zu starten, na, Scheißdinger, noch Snooze-Taste und ach, und oder Schatz, mach auf. Ich meine, das. Oder die Kinder wieder rausschicken, wenn sie um 5.30 Uhr aufwachen und einen wecken. Ja, ne? Aber hey, wir leben noch. Es gibt keine Garantie für einen Morgen. Und das sagte ich schon vor Jahren, nicht erst zur Corona-Zeit. Wir haben keine Garantie für einen Morgen. Wir sind im Jetzt. Alles, was ich habe, ist jetzt. Das ist wichtig. Und das ist meine Haltung auch zu Corona. Ich werde mir nicht diesen heutigen Tag versauen, damit ich vielleicht später ein besseres Leben habe. Weil alles, was ich wirklich habe, ist jetzt. Ja. Und deswegen sind wir heute hier, ja, egal ob noch ein Offline. Genau. Und das muss ich halt bewusst machen. Ja. Und deswegen, ich feiere meinen Wecker, auch wenn ich ihn früher gehasst habe. Intuitiv da drin mag ich ihn schon auch nicht. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich heute wieder aufwachen durfte. Ich feiere das auch und gehe frühst schon in diese Brust-ist-nice-Haltung, dass ich mich aufdehne, dass ich atme, dass ich meinen Körper mit Sauerstoff durchflute, mich meine Energielevel hochfahre. Da braucht man keinen Kaffee, den trinke ich auch gerne, ja. Aber dieses Wachwerden hat nichts mit Kaffee zu tun und auch nicht mit Zähneputzen, sondern mit Aktivität, mit Energie hochfahren, mit Sauerstoff und am besten draußen, wer einen Hund hat oder sich auf den Balkon stellt, macht es noch besser, ja, als nur am Bettrand so ein bisschen so, nee, richtig aufmachen, in den Spiegel schauen, okay, vielleicht manchmal so, wenn man früh ein bisschen ja, einfach da schon aktiv werden und das macht viel aus, wie du schon in deinen Tag gehst und dann halte ich es ähnlich wie mit meinem Vorsprecher, dass man sich wirklich ausrichtet, was will ich denn heute überhaupt machen, ja. Ich gucke auch gerne raus, oh, heute ist schönes Wetter, ist schon eh alles gut. Ne? Oh, heute ist schlechtes Wetter, gut, die Pflänzchen brauchen auch Wasser. Und dann geht es nicht aus. Ne? Aber dann geht es weiter, wo will ich hin? Fokus auf die guten Dinge. Ich
tue auch Medien konsumieren, die ich mir aber suche. Ich lasse mich nicht beschallen von den Medien. Ich höre kein Radio, ich schaue keine Fernsehen. Ich hole mir das an diesen Stellen, die ich für mich für gut befinde und diskutiere auch nur mit Menschen, wo man auf einem gewissen Niveau darüber sprechen kann. Ne? Es kann jeder seine Meinung haben, aber ich bilde mir immer ein, wer jemanden beleidigen muss in einem Post oder im Gespräch, der hat keine eigene Meinung, weil das hat ja nichts mit Meinungsaustausch zu tun. Ne? Ja, und daher komme ich eigentlich jetzt, nachdem ich mich geschüttelt habe und im Wald meinen Korb mal weggeschossen habe, wieder richtig gut in Fahrt und kann das wiederum anderen auch mitgeben, die ich auch aufrüttel, die ich auch positiv aufspiele, die ich in ihre Brust ins Nice-Haltung bringe und sage, okay, egal wie groß die Scheiße ist, es gibt immer eine Lösung, lösungsorientiert schauen, wie das eben auch schon gesagt wurde, das ist einfach ganz wichtig. Und schauen, dass uns die Bockwurst nicht platzt. Dani, wenn wir dich hier auf der Bühne stehen haben, wirst auch du uns einen Wert mitbringen. Welcher wird das sein? Ja, mein Wert ist natürlich die ganzheitliche, aber auch einzigartige Gesundheit. Ja, also einzigartig ist mir auch wichtig, ganzheitlich. Gesundheit ist das Überthema, aber was ist schon Gesundheit? Ne? Definiert ja jeder für sich. Und daher ist es für mich diese ganzheitliche, einzigartige Gesundheit. Weil ganzheitlich kann man die Gesundheit immer betrachten und auch denjenigen Einzelnen. Aber man muss jeden Einzelnen individuell betrachten. Denn es gibt nicht noch eine Michaela oder noch eine Nina. Ja? Jeder ist einzigartig und deswegen ist es wichtig, auch mit jedem eins zu eins zu sprechen. Es gibt in der Therapie, so wie ich sie durchführe, keine Schablone so auf die Art. Ich habe das mit Herrn Meier so gemacht, mache das genauso und es funktioniert. Mhm. Finde ich für meinen Bereich Blödsinn, weil man muss genauer schauen, wer steht vor mir, was hat der schon durch, ja, wie ist die Emotion und daraufhin anpassen. Und auf der Bühne werde ich das einfach rüberbringen, wie wichtig es ist, bei sich zu bleiben, ja, und wirklich auch nicht rechts und links zu schauen, auch was Inge, Nachbarin Inge hatte. Ich habe ähnliche Symptome im Hals. Ich glaube, ich habe dasselbe wie Nachbarin Inge, ja, sondern dass man bei sich bleibt und seine Sachen auch, egal im Gesundheitsthemenbereich, bei sich selber schaut, wo kommt es denn her? Das hat auch mit der Nachbarin irgendwie nichts zu tun, wenn ich vielleicht in der Kindheit schlechte Emotionen abgespeichert habe, die mich aufgrund eines Triggers erinnern und dadurch irgendein Gefühl kommt. Ne? Also es geht um die Einzigartigkeit einer jeden Person und diese möchte ich auch triggern, dass sie endlich gelebt wird. Ne? Ich habe mich zwar hier im Hintergrund ein bisschen schick gemacht, damit es nicht so wüst aussieht in meinem Notbüro, ja, aber ich gebe mir keine Mühe, dass ich mich hier hinsetze und versuche schön zu sein oder etwas zu sein, sondern ich bin die Dani, ich bin so und ich bilde mir ein, wenn jeder mehr er selber wäre, einfach wie er ist mit seinen Ecken, Kanten und Rundungen, wie ich das so schön gesagt habe, ja, dann wären alle viel, viel mehr bei sich und könnten authentischer im Außen wirken, ja. Und das ist auch das, was mich bei den Reden teilweise der Politiker stört, dass die Körpersprache nicht mit dem Gesprochenen zusammenpasst. Wenn man da mal den Ton abmacht, ohne Stimme und wirklich nur mal guckt, die Körpersprache, fühle ich mich teilweise echt verarscht, ja. Aber es muss halt wirklich im eigenen geguckt sein, die Einzigartigkeit ausgepackt werden, nicht nach rechts und links gucken, nicht vergleichen, nicht nachahmen, sich selbst finden, seine Einzigartigkeit rausbringen und auch seine Einzigartigkeit zum Thema Gesundheit. Ja, wenn der eine sich so ernährt und hat damit Erfolg, heißt nicht, dass der andere sich auch so ernährt und auch Erfolg hat. Das hat was mit den Blutgruppen zu tun, das hat mit der Konsistenz zu tun, mit Zellen und was weiß ich. Ja, da könnte man graben wie ein Maulwurf, aber mein Wert ist definitiv diese Einzigartigkeit der Gesundheit und diese auch zu leben für sich, diese Einzigartigkeit. Und natürlich mein Thema Brust ist nice, werde ich einbauen, weil das einfach so cool ist und ich damit die Mädels ein bisschen anstoße. Kann. Da freuen wir uns drauf, Dani. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Vielen lieben Dank, dass du heute Abend auch bei uns dabei warst, dass wir tatsächlich geschafft haben, alle drei Speaker des nächsten Wertgeflüsters heute schon mal auf eine virtuelle Bühne zu holen. Ich musste sehr lachen, als du gesagt hast, man muss den Politikern mal den Ton abdrehen. Es hätte mich interessiert, wie das hier heute Abend gewesen wäre am Anfang, wenn wir hier Politiker dabei gehabt hätten. Herrn Söder mit Tonproblemen hätte ich mir ganz gerne mal angeschaut. Spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald in echt. Und bleib gesund. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, der Wahnsinn. Hallo. Ist unglaublich. Ach, was war das für ein schöner Abend. Es war so cool. Und weißt du was, ich krieg direkt Pipi in den Augen, weil genau das liebe ich.
sie waren alle drei oder sind alle drei so unterschiedlich und genau das macht es aus. Ich liebe sie alle dafür, dass sie sind, wie sie sind, genau diese Unterschiede. Und die einen kann man mögen und lieben und die anderen, da denkt man sich vielleicht, pff, wer sind die denn? Und ich spreche jetzt für alle Sprecher beim Wertgeflüster, mit der oder dem kann ich überhaupt nicht und was hat der oder die denn für eine Meinung? Und ich kriege Gänsehaut, weil genau das liebe ich, genau das ist es, wo ich mich finde, meine Mitte, meine Werte, weil ich definieren kann zwischen dem, was ich mag und was ich nicht mag. Und das könnte ich ohne all diese Menschen, auch die, die hier sitzen und die, die heute dabei waren und alle die, die es auf der Welt gibt, könnte ich mich nicht definieren ohne die. Und die machen mich aus. Und das ist genau das, worum es mir geht und was ich liebe. Und ich fand die drei heute auch ganz, ganz großartig. Oh ja. Und sehr spannend. Ja, ich bin wirklich, ich hatte zeitweise auch Pipi und Gänsehaut und freue mich irre, wenn wir sie alle in echt hier stehen haben, genau auf dieser Bühne und dann hoffentlich nicht mehr mit anderthalb Metern Sicherheitsabstand. Ja, das hoffe ich auch. Schön wird das. Ich freue mich drauf. Und wie du sagst, das Spezielle, das jeder an sich hat, ob man alle drei liebt, ob man alle drei nicht mag, es ist völlig egal. Man nimmt immer was mit. Genau. Man lernt was draus, man positioniert sich wieder selbst. Genau. Und dann sind wir wieder bei der Dani. Man findet zu sich und auf sein Inneres gerichtet und das ist eigentlich das ja auch, worauf es ankommt. Genau. Das war ein schönes Abschlusswort.